Die größte Ausstellung mit Werken des Malers Hieronymus Bosch wurde heute in Rotterdam eröffnet. Mehr als zwei Drittel der noch erhaltenen Gemälde und Zeichnungen werden präsentiert. 200.000 Besucher werden in den kommenden Wochen erwartet. Rotterdam, die europäische Kulturhauptstadt, präsentiert eine erstaunliche Ausstellung. Werke von Hieronymus Bosch, alias Hieronymus Antonisson von Aken. Geboren 1450 in Sertogenbosch. Modernes Ambiente und 500 Jahre alte Exponate. Es passt. Bei Bosch liegen pralle Lebensfreude, irdische Lust und Höllenqualen nah beieinander. Der Mensch, das unbekannte Wesen, voller Tücken, voller Geheimnisse, voller Widersprüche. Bosch, ein kritischer Zeitgeist mit einer Leidenschaft fürs Detail. Heuwagen heißt dieses Bild. Pate stand ein flämisches Sprichwort. Die Welt ist ein Heuwagen. Jeder nimmt sich das, was er erraffen kann. Bosch ist ein Moralist. Die Bosch ist ein Moralist. Für ihn ist die eine Hälfte der Welt dumm und lässt sich betrügen. Die andere Hälfte macht von der Dummheit der anderen Gebrauch und betrügt. Seine Bilder sind für die Zeit von der Spätgotik zur Renaissance von ungewöhnlicher Freizügigkeit. Und man vermutet, dass Bosch Mitglied der Sekte der Adamisten war, die für schamfreie Sexualität eintrat. Anregungen für seine Bilder fand er in der Alchemie, der Zauberei, der Astrologie. 25 Gemälde von Bosch sind weltweit noch erhalten. 18 davon kann man bis zum 11. November jetzt in Rotterdam bewundern.